Bücherfreunde, ich bin wieder der Lesemilan und ich mache heute die Auflösung von gestern von der Quizfrage, die ich gehabt habe. Hier liegt sie hinter dem Buch, das ich gestern vorgestellt habe. Da ist es im Tal der Dinosaurier. Hier die Frage von gestern ist: Was sind Kaulquappen? Eine Fischart in Südamerika, die Larven von Fröschen und Kröten oder eine Eidechse in Australien? Die Antwort ist B, die Larven von Fröschen und Kröten. Und der Namenstag heute ist Dietger und Robert. Genau. Dann fangen wir doch auch gleich an mit dem Buch. Aber diesmal sollte es eigentlich doch hier sein. Nee, ist immer wieder nicht hier. Ach, da ist es. Von überall fliegt es hierher. In diesem Buch geht es um einen Jungen, in dem Buch geht es, das Buch heißt Der Wahn im Wasserturm. In dem Buch geht es um einen Jungen, der in einem Fluss einen Fisch findet, also das denkt er, aber es ist ein Wal in echt gewesen. Dann hat er das immer zu Forschern gebracht, aber die wussten dann nicht, was es ist. Aber dann bei irgendeinem Forscher, dann ist ihm aufgefallen, dass es ein Wal war. Und dann wurde er zum Wasserturm gebracht. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. In Hamburg steht ein alter Wasserturm. Aus dem riesigen Wasserbecken oben im Turm bekamen früher die Leute in der Stadt ihr frisches Wasser. Es floss durch lange Rohre in den Turm hinunter. Dann unter der Erde entlang hinauf in die Häuser. Ein Wasserturmwärter sorgte dafür, dass alles seine Ordnung hatte. Heute gibt es im Turm kein Wasser mehr. Aber in dem Häuschen daneben wohnt noch der alte Wasserturmwärter. Immer wenn ein Lehrer seiner Schulklasse zeigen will, wie das früher war mit der Wasserversorgung, schließt er seinen Turm wieder auf. Die Kinder klettern die Treppen hinauf, sehen dann ins leere, staubige Becken und schauen hoch oben auf dem Dach, wie klein ihre Stadt unten ist. Viele breite Risse sind in den Mauern, aber nicht, weil der Turm so alt ist, auch nicht, weil U-Bahn, Straßenbahn, Autos oder Flugzeuge unterneben und über dem Turm da hinjagen. Der Grund dafür ist etwas ganz anderes, etwas Unglaubliches. Vor vielen Jahren, als der Turm die Stadt noch mit Wasser versorgte, passierte hier eine merkwürdige Geschichte. Genau, das war das Buch. Aber ich lese euch noch eine Seite. Jan, der Sohn des Wasserturmwärters, war damals 9 Jahre alt. An einem Freitagnachmittag im Mai lief er zu seinen Eltern. Unser Lehrer hat gesagt, in den Nebenflüssen der Elbe gibt es viele, viele Fische. Heute scheint die Sonne und da will ich angeln gehen. Er nahm seine Angelrute und einen Eimer und fuhr mit der U-Bahn an den Stadtrand. Dann musste er noch ein Stück mit dem Bus fahren. Endlich war er da. Durch weite Wiesen ging Jan zum Fluss. Er setzte sich ans Ufer und horchte. Ihm gefiel es hier. Im Wasser schwammen große Seerosenblätter. Darauf saßen Frösche und sonnten sich. Jan warf die Angelrute aus und wartete aus weiter Ferne. Hörte er den Lärm der Großstadt, aber nur ganz leise. Da! Schon hatte er einen kleinen Fisch an der Angel. Er packte ihn und ließ ihn in seinem Eimer ins Wasser fallen. Bald hatte er einen zweiten, noch einen und noch einen und noch einen. Der zehnte war ein großer dunkelblauer Fisch. Der Lehrer hat recht gehabt, rief Jan. Er nahm den Eimer und die Angelrute und rannte über die Wiesen,
über die Wiesen zurück zur Bushaltestelle. Und also dieses Buch, das ist sehr schön. Also mir hat es gefallen. Ich kenne das ganze Buch jetzt schon. Das ist sehr schön. Und ihr könnt dann ja mal nachlesen, was passiert, was weiter passiert. Genau, das sind alle schöne Bücher, die ich hier alle habe. Genau. Und dann habe ich schon das vorgelesen gehabt. Das waren jetzt zwei Seiten von dem Buch, weil da gibt es nur ein Kapitel und das ist das ganze Buch. Aber dafür gibt es viele, ich muss mal nachschauen, wie viele Seiten das hat. Steht da nicht drin, wie viele Seiten, aber es hat viele Seiten und die Schrift ist nicht so groß. Ja, genau. Heute gibt es diesmal keinen Kalender, weil immer, wie ihr vielleicht letztes Mal schon gesehen habt, es ist für den 6. und für den 7. Heute ist jetzt der 7. und deswegen heute leider kein Kalender. Aber dafür morgen wieder. Tschüss!